Und zwar begrüße ich an dieser Stelle die Professorin Daniela Jakob. Ja, hallo. Hallo, guten Abend, Daniela Jakob. Wir haben schon viel über den Sport, über Boris Herrmann gesprochen, auch schon über Forschungsaspekte. Ein Ziel dieser UN-Dekade ist ja der sichere Ozean, in dem Leben und Lebensgrundlagen vor meeresbedingten Gefahren geschützt werden sollen. So heißt es dort als eins von 7 Zielen, die für diese UN-Dekade formuliert wurden. Was heißt das konkret und wie können wir das hinbekommen? Ja, lassen Sie mich bitte zunächst erstmal Boris Herrmann und dem Team gratulieren. Unbedingt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn zurück an der Küste haben. Und das ist auch die Überleitung. Natürlich brauchen wir, und da ist ja auch der Fokus, den sicheren Ozean, den gesunden, sicheren und nachhaltig gemanagten Ozean, wie wir auch gehört haben. Aber wir haben natürlich auch die Küsten. Und ich möchte einmal dahin lenken, denn gerade um das Leben an den Küsten, was ja so wichtig ist, und immer mehr Menschen leben an den Küsten und Wirtschaft wird an den Küsten betrieben, immer mehr Küsten sind aber auch vom Klimawandel betroffen. Und gerade diese extremen Veränderungen durch den Klimawandel, die auf die Küsten wirken, ist das, was wir in dieser Ozeandekade auch im Blick haben müssen. Denn der Ozean ist ein großer Treiber im Klimasystem, aber die Küsten, das ist der Bereich, wo die Menschen es direkt merken. Und nicht nur die Menschen, auch die Ökosysteme. Und wir haben an den Küsten mit extremen Wetterveränderungen zu rechnen, mit Klimaveränderungen zu rechnen, mit Meeresspiegelanstieg. Und natürlich wollen wir die Küsten auch nutzen, um Klimaschutz zu betreiben. Also zum Beispiel Windparks, Offshore-Windparks haben wir dort. Also zu verstehen und zu nutzen, was wir verstanden haben, um ein nachhaltiges, klimafreundliches Leben an den Küsten durchführen zu können, brauchen wir diese interessante, wichtige Forschung in der Ozeandekade. Sie sprechen die Küsten an. Wir haben ja auch in Deutschland zwei Meere mit ihren Küsten, in Nordsee und an der Ostsee. Hinter Ihnen auch ein schönes Bild von einem Leuchtturm, typisches Bild für unsere Küsten. Wie können wir denn unsere Küsten schützen? Also wir brauchen auf der einen Seite ein Verständnis dessen, was auf uns zukommt, also zum Beispiel im Meeresspiegelanstieg, aber auch bei der Veränderung von extremen Stürmen. Und dann, denke ich, haben wir natürlich die vielen 100 Jahre Erfahrung vom Deichbauen, aber auch vom Zurückbauen. Das heißt, wir brauchen diese lange Erfahrung, die wir haben, über den Küstenschutz zusammen mit dem, was wir jetzt über die Zukunft wissen, was auf uns zukommen mag durch den Klimawandel. Und diese Klimadienstleistungen müssen wir dann mit der Bevölkerung vor Ort diskutieren, um die besten Möglichkeiten zu erarbeiten. Das können Deiche sein, das kann aber auch ein Zurückziehen sein. Also es hängt sehr davon ab, wo wir sind. Und ich denke, in Deutschland an den beiden Küsten, Nordsee- und Ostseeküsten, sind wir dort in einem guten Dialog mit der Bevölkerung. Frau Professorin Jakob, vielen Dank für Ihre Worte. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in dieser Dekade, in den nächsten 10 Jahren mit Ihrer Forschung. Drücke Ihnen Daumen und Grüße sozusagen an die andere Ecke dieser Stadt und des Hafens und noch einen schönen Abend.